Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Gäste, liebe Freunde der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Mir als Direktor der Hessischen Landeszentrale ist es eine Ehre, die heutige Veranstaltung mit Sir Christopher Clark, den ich hier ganz herzlich begrüßen möchte, zu eröffnen. Ich habe weder die Zeit noch die Macht, länger als irgend nötig Ihre Aufmerksamkeit als Vorredner auf mich ziehen zu wollen. Mit schlafwandlerischer Sicherheit sage ich, lass es lieber bleiben. Die Moderation am heutigen Abend übernimmt dankenswerterweise Winfried Sträter vom Deutschlandfunk, der Ihnen auch den genauen Ablauf der Veranstaltung erläutern wird. Gestatten Sie mir heute ganz kurz einige besondere wenige Personen zu begrüßen. Zum einen sitzt hier der neu gewählte Vorsitzende des Kuratoriums der Hessischen Landeszentrale, der Abgeordnete Christoph Degen, und neben ihm einer seiner Vorgänger, Herrn Reinhard Kahl, sowie weitere Abgeordnete verschiedener Fraktionen des Hessischen Landtags sowie des Kuratoriums. Ich grüße aber auch den geschäftsführenden Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Herrn Karl-Christian Schelzke, aber auch den Vorstand der HEAG Holding AG, Herrn Dr. Markus Hoschek. Ich bitte um Nachsicht, ich habe es erwähnt, schlafrandisch sicher, lass jemand anders reden, dass ich damit belasse und begrüße hier herzlich alle nochmal pauschal, dass Sie hierher gekommen sind. Gestatten Sie mir auch noch den Hinweis, dass die Veranstaltung heute Abend als Livestream auf Facebook und der Webseite der Hessischen Landeszentrale übertragen wird. Weiterhin liegt mir noch am Herzen, all den fleißigen Helferinnen und Helfern Dank zu sagen, die im Hintergrund tätig waren, damit eine solche Veranstaltung überhaupt möglich ist. Hier vorne sitzt, ja, der Ablauf ist gerechtfertigt. Wenn ich das ganze Team in den Blick nehme, muss ich einen ganz besonders herausnehmen, weil es ist der Teambildner, sag mal, die Chefameise des Fleißes. Es ist mein Stellvertreter Jürgen Kerwer, der wuselnd und wieselnd diese Veranstaltung mit einer Akribie und Kompetenz vorbereitet hat, dass ich noch hier nochmal sagen möchte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen heute Abend eine interessante Veranstaltung, übergebe für den weiteren Verlauf an den Moderator, Herrn Sträter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir rücken erstmal unsere Mikrofone zurecht, damit wir überall hier im Raum zu hören sind. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, vielen Dank für die Einladung und ein Respekt an die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Das ist ein so voller Saal, das freut einen sehr, dass zu einer solchen Bildungsveranstaltung so viele Menschen kommen und das Interesse an diesem nicht so ganz einfachen Thema so groß ist. Aber wenn es gelingt heute Abend, dann soll ein bisschen politische Bildung tatsächlich auch dabei rumgekommen sein. Christopher Clark hat ja ein Buch geschrieben, Die Schlafwandler, und hat dadurch Furore gemacht. Und wenn wir heute Abend über dieses andere Buch, das gewissermaßen im, kann man sagen, Windschatten dieses ersten Buches erschienen ist, wenn wir heute Abend darüber reden, dann werden wir erstmal uns eine Stunde unterhalten über dieses Buch und über alles, was damit zusammenhängt. Und dann haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen an Christopher Clark. Und diese Fragestunde endet dann mit einer signierhalben Stunde. Also bis 19 Uhr werden wir hier auf jeden Fall am Podium Schluss machen. Dann haben Sie die Gelegenheit, dass Christopher Clark Ihnen noch eine Unterschrift in das Buch, so Sie das wünschen, geben. Und dann hoffen wir, dass Sie erfüllt sind von diesem Abend. Zunächst muss ich Christopher Clark doch fragen, warum haben Sie nach den Schlafwandlern kein Buch
über das Kriegsende geschrieben. Die Schlafwandler waren ja ein Überraschungserfolg deswegen, weil sie die Geschichte anders dargestellt haben, als sie oftmals dargestellt worden ist. Zumindest hat das deutsche Publikum erstmals dieses so wahrgenommen. Ich glaube, auch zum Versailler Vertrag und zum Kriegsende gibt es ja was zu erzählen. Ja, es ist vor allem ist natürlich interessant an diesem Ersten Weltkrieg, dass er weder 1914 anfängt, noch 1918 aufhört, sondern er geht über in eine Vielzahl von Bürgerkriegen, zum Teil auch sehr blutige Kriege. Bloß das Problem war, und ich hätte gerne ein Buch darüber geschrieben, das Problem war, mein geschätzter Kollege Jörn Leonhardt hat ein so immenses Werk über gerade dieses Thema geschrieben, dass es sich dann erübrigt hat. Das ist in der Tat wahr, das ist ein ganz vorzügliches Werk. Absolut. Über das Kriegsende. Sie haben ein Buch geschrieben, das nicht ein so eindeutiges Thema hat wie das Thema die Schlafwandler oder wie Wilhelm II. Oder wie Preußen, sondern es ist eine Studie, und wenn man den Titel sich vergegenwärtigt, von Zeit und Macht, Herrschaft und Geschichtsbild vom großen Kurfürsten bis zu den Nationalsozialisten, dann ahnt man, das hat einen Gegenwartshintergrund, weil Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, das haben Sie geschrieben im Brexit-Getöse. Ja. Und dieses Phänomen, dass immer mehr Politiker, Staaten gewissermaßen vor der Bewältigung der Zukunftsaufgaben der Menschheit zurückzucken und stattdessen Geschichtsbilder aufbauen und sich historisch verorten, die Stephanskrone in Ungarn anbeten oder andere Symbole, die eine nationale Größe halt eben verheißen, sich insofern in imaginäre Sphären einer Geschichte verlaufen und verirren. Das ist der Gegenwartshintergrund. Und Sie haben an 4 historischen Beispielen mal untersucht, wie gehen Mächtige mit ihrer Zeit um. Sind angefangen mit dem großen Kurfürsten, haben den Friedrich II. Untersucht, haben Bismarck untersucht und dann die Nationalsozialisten und Hitler. Zunächst muss man feststellen, ist dieses Thema, dass die Zeit nicht einfach die Zeit ist, sondern die Zeit immer anders wahrgenommen wird, ja tatsächlich ein sehr breit erforschtes Thema. Aber das ist ja eigentlich nicht Ihr Thema, wie sich die Zeit und das Zeitempfinden verändert. Wenn wir in das 19. Jahrhundert zurückgehen, da gab es ja ein anderes Zeitgefühl, als das wir heute haben. Absolut. Also ich würde erstens sagen, also Sie haben vollkommen recht, das hat sehr viel mit dem Hintergrund der Brexit-Kampagne, der Brexit-Furore, die nicht nur für mich, sondern auch für viele Freunde und Kollegen und viele andere Bekannten auch eine sehr störende Wirkung auf unsere Gegenwart gehabt hat. Und was mir aufgefallen ist bei dieser Kampagne, ist der Versuch sozusagen, eine vertraute Zukunft auszuwechseln gegen eine imaginäre Vergangenheit. Es sollten Zukünfte abgeschafft werden und an ihrer Stelle sozusagen Vergangenheiten, größtenteils imaginäre Vergangenheiten. Eine Vergangenheit im britischen Fall, wo wir noch die Kontrolle hatten, take back control. Diese Kampfbegriffe hatten alle eine rückwärtsgewandte Dimension. Also, oder wenn man zum Beispiel an Donald Trump denkt, nicht? Make America great again. Oder heutzutage hat das natürlich geändert und jetzt heißt es Keep America Great, weil er angeblich Amerika wieder groß gemacht hat. Aber dieser Blick auf die Vergangenheit ist mir sehr aufgefallen. Ich dachte, das ist was sehr Typisches für unsere Gegenwart. Man könnte das Präsentismus nennen oder die Erschöpfung der Zukunft. Es gibt keine Zukunftsbilder, die für uns allgemein verbindlich sind und zwingend sind. Und mangels einer glaubwürdigen Zukunft wenden viele sich in die Vergangenheit und nach der Vergangenheit und suchen sich da Idealbilder. Also das ist mir sehr aufgefallen und ich wollte das irgendwie thematisieren. Ich meine, Sie haben vollkommen recht. Seit langem wissen die Historiker, dass
dass die Zeit keine durchsichtige, neutrale Flüssigkeit ist. Sie wird immer, sie ist ein kulturelles Konstrukt. Es gibt natürlich auch Philosophen, Zeitphilosophen, die meinen, es gibt die Zeit gar nicht. Sie ist nur ein Werkzeug, mit dem wir sozusagen unsere Gegenwart bewältigen. Aber und die Art, wie man das macht, ist natürlich unterschiedlich von einem Zeitalter zum nächsten. Aber was mich interessierte, war die Frage, wie gehen die Mächtigen mit der Zeit um, wie Sie eben gesagt haben. Denn mir fiel es auf, dass die verschiedenen Machtregimes der Vergangenheit und auch der Gegenwart jeweils eine eigene zeitliche Signatur haben. Und für das 19. Jahrhundert war das Typische, dass man die Zeit oder die Geschichte, sagen wir mal, als einen Fluss empfand. Also Sie haben Bismarck erwähnt. Bismarck hat sich immer wieder als wie sagt man das, Rudermann, sagt man das, Rudermann? Steuermann in einem Boot auf dem Strom der Zeit sozusagen, Bootsmann auf dem Strom der Zeit. Er kam immer wieder während seines Lebens, bis in die letzten Tage seines Lebens, kam er immer wieder in seinen Gesprächen, in seinen Korrespondenzen auf dieses Bild der Geschichte als einen Strom. Und das ist natürlich ein gewaltiges Bild. Das heißt, die Zeit fließt nur in eine Richtung. Ein Strom ist natürlich, kann nicht zur Rückkehr gezwungen werden. Es geht alles nur in eine Richtung. Und man kann auch nur in sehr begrenztem Maße den Gang des Stroms steuern. Man ist in einem Boot. Man kann das Boot natürlich von hier und in diese Richtung steuern, aber nur kleine Änderungen machen in der Fahrtrichtung. Sonst bleibt man sozusagen überwältigt durch den Fluss der Geschichte und der Zeit. Wir gehen tatsächlich mal, wir legen bei Bismarck los. Bismarck ist der dritte Fall Ihrer vier Studien. Und Bismarck regiert ja genau in der Zeit, als sich das Zeitempfinden allgemein ja auch verändert, als die Eisenbahn aufkommt, als die Telegrafie aufkommt und dadurch beschleunigt sich ja auch die Zeit. Und Bismarck wird Politiker, weil 1848 sich eine Revolution ereignet, die zwar erfolglos ist, aber was heißt erfolglos? Sie ist politisch erfolglos, aber sie hat etwas fundamental verändert. Und Bismarck wird Politiker in dieser fundamentalen Veränderung. Und wenn er sagt, er ist Steuermann, was heißt das für ihn, Steuermann zu sein? Weil er war ein alter Preuße und er wollte nicht, dass gewissermaßen er in diesem Boot der historischen Beschleunigung und des historischen Fortschritts einfach mitfährt. Ja, absolut. Ich meine, Bismarcks Verhältnis zu dieser Revolution, also wie Sie gerade gesagt haben, diese Revolution, man mag sie als eine gescheiterte Revolution betrachten, aber sie ist in der Tat eigentlich nicht gescheitert. Sie hat einen tiefen Wandel ausgelöst. Und nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, wo diese Aufstände stattfanden, haben sie eine andere Welt sozusagen nach sich gelassen und haben auch die Menschen, die gegen die Revolution waren, die Konterrevolutionären, sozusagen gezwungen, dieses Erbe der Revolution irgendwie zu bewältigen und dann in die Praxis umzusetzen. Und Bismarcks Verhältnis zu dieser Revolution ist ambivalent. Er ist natürlich von seinem Selbstverständnis her ein Konterrevolutionär. Er sagt immer wieder, er verachtet so den Geist der Revolution der von 48, aber er verleugnet nie die Schlüsselrolle dieser Revolution in seiner eigenen Biografie. Er schreibt in einer sehr, sehr interessanten Passage seiner Erinnerung. Er sagt, ein Mann wie ich, also ich stammte natürlich aus einem adligen Haushalt, aber es war kein Hochadel, es war so ein eher kleiner, junkerlicher Brandenburger, also pommerscher Adel. Und er hatte also nicht die Connections, nicht die ganzen Beziehungen, die er gebraucht hätte, um in das öffentliche Leben, das politische Leben aufzusteigen. Er hat gesagt, ohne diese Revolution hätte ich das einfach nicht geschafft. Ich hatte das Sitzfleisch nicht, um sozusagen durch die Beamtenbahn so mich langsam hochzuarbeiten. Es musste durch eine Umwälzung dieser Art kommen, dass ich sozusagen an die Öffentlichkeit kam. Und das war einfach, entsprach auch der Wahrheit. Ohne diese Revolution wäre Bismarck nie auf diese Weise an die Öffentlichkeit gekommen. Randbemerkung, es gibt ja immer eine Ironie der Geschichte und dass Bismarck ausgerechnet durch die Revolution zu dem großen Absolut. Politiker wurde, ist eine Ironie der Geschichte. Er ist ein 48er. Ähnlich wie Churchill. Ja, ähnlich wie Churchill. Widerwillen, ein 48er Widerwillen, könnte man sagen. Ja. Churchill wäre nicht der große britische Politiker geworden ohne Hitler.
Das stimmt auch. Hitler auch. Hat gewissermaßen Churchill groß gemacht in Reaktion darauf. Und das fehlt Boris Johnson. Es gibt für ihn keinen Hitler. Das ist vielleicht sein Problem. Muss aber auch vielleicht nicht sein. Ja, vielleicht sollen wir das streichen von der. Ja. Vielen Dank. Ja. Denn es ist ja auch nur allegorisch gemeint. Bismarck hat versucht, den Strom der Zeit aufzuhalten, beziehungsweise so gut es geht, dagegen zu arbeiten. Was war sein Geschichtsbild? Wie hat er sich in dieser Zeit als Politiker verstanden? Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, er verstand sich gewissermaßen als Schachspieler, der versucht mit dem Schachzug seine Gegner so in die Bredouille zu bringen, dass er das Spiel auf seine Weise verändert. Ja, Bismarck hat ein komplexes Geschichtsbild, wie seine Zeitgenossen auch. In seinem Fall besonders komplex, weil der Ort, den er besetzt, sozusagen ein Zwischenort ist zwischen den dauerhaften Strukturen der preußischen Militärmonarchie einerseits, die angeblich sozusagen die Jahrzehnte und Jahrhunderte überdauern soll, die immer identisch mit sich selbst ist, so beschreibt er das preußische Staatswesen mal, und andererseits das sehr wechselvolle Leben der Tagespolitik, der Parlamente, der Bewegungen, die er durchaus wahrnahm und sehr intelligent lesen und beobachten und betrachten konnte. Und also ist er zwischen sozusagen diesem Bild des Wandels einerseits und andererseits des Dauerhaften. Und das ist die innere Spannung auch seiner Politik. Wenn er von sich als Bootsmann auf dem Sturm der Geschichte spricht, was wie wir besprochen haben, er immer wieder tut, dann betont er natürlich die Grenzen seiner Macht. Aber, und das ist eher resigniert, fatalistisch, ein fatalistisches Bild, aber er hat auch andere Bilder, und das Wichtigste ist das Bild des Schachspielers. Und das ist eine Metapher, die sozusagen zeigt, wie er doch in den Gang der Ereignisse eingreifen kann als Schachspieler. Und das Schachspiel hatte gerade in dieser Zeit sehr an Bedeutung gewonnen. Es ist sehr interessant, es gibt eine tolle digitale Bibliothek aller Printmedien Österreichs, also das heißt Austrian Newspapers Online oder sowas, gibt es leider nicht für die deutsche Presse, was sehr wünschenswert wäre, gibt es aber noch nicht. Aber man kann in der deutschsprachigen österreichischen oder Habsburger Presse um diese Zeit schauen, wie oft das Wort Schachzug vorkommt, und stellt fest, dass das zu einer riesigen Expansion in die Anwendung dieses Begriffs, und nicht weil etwa plötzlich das Schachspiel ein bevorzugtes Thema ist. Es geht nicht um irgendwelche Supplements mit Schachspielreportagen oder sowas. Nein, es geht um die Metaphorik des Schachs. Mit Schachzug meint man ein kluges Manöver in der Politik. Und so hat Bismarck das auch benutzt. Sein größtes Manöver und sein größter Schachzug war ja, dass er als alter Preuße den deutschen Nationalstaat gründet, das Deutsche Reich. Die Altpreußen haben es ihm ja auch eigentlich immer übel genommen. Ja. Im Grunde, muss man ja sagen, ist die Gründung des Deutschen Reiches ein taktischer Schachzug eines Politikers, der eigentlich das alte Preußen erhalten wollte. Ja, und man merkt an Bismarck, dass nach dieser Zeit der Reichsgründung, ich meine, da ist er natürlich noch Meister seiner Zeit sozusagen, der Schachspieler schlechthin. Und da passt das Bild am besten zu dem, was er leistet und macht. Aber danach merkt man, dass es ihm fehlt an Orientierung. Er hat die Zukünftigkeit seiner Politik ist nicht mehr so klar erkennbar. Wo man einmal diese ungeheure Errungenschaft hinter sich hat, die Entstehung eines neuen deutschen, also Nationalstaates wäre übertrieben, aber eines Kaiserreichs mit einer neuen nationalen Verfassung und mit einem nationalen Parlament natürlich, mit dem Reichstag, übernommen vom Norddeutschen Bund. Das ist alles, bis dahin sieht alles sehr zukunftsträchtig aus, weil es noch Ziele gibt, die noch erreicht werden müssen. Danach
muss er sich immer wieder fragen, wofür arbeitet er? Oder geht es einfach um das Bewahren dessen, was schon erreicht worden ist? Und dann arbeitet er im Wesentlichen gegen. Absolut. Er arbeitet gegen die Katholiken, er arbeitet gegen die Sozialdemokraten. Also er dann ist er guckt auf der Defensive. Dann ist er in der Defensive. Das heißt, im Grunde, wenn man sich das vergegenwärtigt, wie er in seiner Zeit agiert hat, dann hat er einen Staat gegründet. Und das ist ja nun, sagen wir mal, als Deutscher, es ist der ursprüngliche deutsche Staat, von dem der Akteur, der den gegründet hat, nicht so richtig wusste, was ihn im Innersten zusammenhält. Ja, ich meine, das war damals kein neues Problem, nicht? Und hat Goethe nicht gefragt von dem Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, das arme Heilige Römische Reich, was hält es noch zusammen? Dieselbe Frage konnte man über das neue deutsche Staatswesen stellen, nicht? Und ich meine, zu einer geschlossenen deutschen Nation ist es eigentlich nie gekommen, auch heute nicht. Richtig. Und das hat sich besonders bemerkbar gemacht, als 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus, 1918 kommt der Zweite Weltkrieg, 1918 ist der Erste Weltkrieg zu Ende. Und dann entsteht eine Leere. Und das letzte Ergebnis dieser Leere ist die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Welches Geschichtsproblem haben die Nationalsozialisten damit gehabt, dass es 1918 das Deutschland nicht mehr gab, das in Köpfen zwar existiert hat, aber eigentlich auch nicht so richtig ein funktionierender Staat gewesen ist? Ja, ich finde, also die Auswirkung dieser mehrfachen Krise, es ist nicht nur die Krise des Krieges selbst, das haben natürlich alle kriegführenden Länder so miterlebt, aber auch die Krise der Niederlage, und da gibt es tolle Studien in der deutschen Geschichtsschreibung darüber. Ich denke jetzt an Schievelbusch, aber es gibt ja viele andere auch, John Leonhardt und so, das Trauma der Niederlage und dazu noch natürlich die tiefe politische Verunsicherung. Eine Ritterrepublik in Bayern, Straßenkämpfe in Berlin, im Rheinland, dass die Zukunft so ungewiss ist. Diese dreifache Krise und dann dazu noch Versailles, also der Frieden, der als Schmach empfunden wird, das löst eine Krise, eine Krise in vieler Hinsicht natürlich, aber unter anderem eine Krise im Zeit- und Geschichtsbewusstsein aus. Und das spürt man bei den damaligen Kollegen. Die Historiker geraten in eine Art von Panik, von Rage, und sie schreiben alle, also die Geschichte hat jetzt aufgehört, es kann keine Geschichte mehr geschehen in Deutschland, dann merkt man, wie eng der Begriff Geschichte mit der alten Staatlichkeit zusammenhing. Und jetzt, wo dieser Staat plötzlich weg ist, können die Leute sich nicht mehr vorstellen, wie die Geschichte weitergehen soll. Es muss irgendwie, und es gibt auch kühle Köpfe, wie Troeltsch zum Beispiel, Ernst Troeltsch schreibt, also alle sollen sich abregen, die Geschichte geht weiter, aber sie wird jetzt eine Kulturgeschichte sein oder eine Geschichte Europas. Aber für diejenigen, die sich vom deutschen Rahmen sozusagen nicht loslassen wollen, ist das in der Tat eine Krise des Geschichtsgefühls. Die verursacht worden ist natürlich durch die Niederlage, aber eigentlich dadurch, dass der Staat, der vorher existiert hat, eigentlich noch nicht so richtig zu einem Staat zusammengewachsen war, noch nicht zu sich gefunden hat. Absolut, das ist ein Teil des Problems, aber ich finde auch, man sollte nicht unterschätzen, wie stark die Menschen leiden, wenn plötzlich die Staatlichkeit, ihre herkömmliche Staatlichkeit weg ist. Und das ist vielleicht auch mit ein Teil der Grund, warum wir es noch mit diesen Verlustgefühlen, warum diese Verlustgefühle noch so stark sind in den sogenannten neuen Bundesländern. Da hat man vielleicht unterschätzt, wie stark der Verlust an Staatlichkeit bei den Menschen nachwirkt. Also der Verlust des eigenen Staates. Des eigenen Staates. Staates, in dem man vorher gelebt hat. Ja. Obwohl man den anderen, den Staat, der daneben existierte, immer bewundert hat. Und ja, ich meine, auch wenn die Menschen in ihrer Mehrheit das wollten zu der Zeit und sich auf diese neue Lösung gestürzt haben, doch hat man vielleicht unterschätzt, mitunter auch sie selbst unterschätzt,
wie sehr Ihnen das dann fehlen würde. Sie haben ein Schlüsselerlebnis durchgemacht in den neuen Bundesländern, das eigentlich vielleicht einmalig ist. Dass die Menschen in einem Staat einschlafen, in einem anderen Staat aufwachen, ist sehr ungewöhnlich. Und das ist ein Schlüsselerlebnis, dessen Nachwirkungen noch spürbar sind. Es gibt einen Antarktis-Forscher der DDR, der ist in der DDR gestartet und als er wiederkam, gab es sie nicht mehr. Das ist sozusagen genau dieses, ich wache wieder auf und dann bin ich plötzlich in einem anderen Umfeld. Das sind traumatische Erfahrungen. Wenn wir jetzt aber nochmal auf diesen Punkt zurückgehen, Sie beschreiben ja den Umgang der Nationalsozialisten mit der Zeit, mit der Geschichte, die Selbstverortung der Nationalsozialisten in der Geschichte. Das war ja eine traumatische Erinnerung, auf die Sie reagiert haben. Ja. Und die ja offenkundig nicht nur bei einer kleinen Gruppe von Menschen als traumatisch empfunden wurde, sondern bei so vielen, dass das zu einer Massenbewegung geworden ist. Das Verblüffende finde ich, wenn Sie in Ihrem Buch jetzt untersuchen von Zeit und Macht, wie gehen die Nationalsozialisten damit um, ja, als sie an die Macht kommen? Sie haben etwas gemacht, was irgendwie schon im Wortsinne eine Revolution war, weil sie haben die politischen Verhältnisse umgedreht. Absolut. Nicht im sowjetischen Sinne, die Revolution, nee, die halt eben am Ende zum Glück der Menschheit führt, sondern man hat Verhältnisse umgedreht. Aber was machen die Nationalsozialisten als erstes? Sie gründen Revolutionsmuseen. Ja. Das fand ich ja, das ist wirklich ungeheuer, eine originelle Entdeckung. Ja, Winfried Sträter spricht von einer sehr interessanten Institution, und nicht nur in Berlin, aber an verschiedenen Orten wurden meistens durch die SA oder die GAU-Behörden in den Regionen wurden Revolutionsmuseen oder Revolutionsschauen hergestellt. Das waren meistens museumsähnliche Räume, wo man dann Ausstellungsobjekte hatte und so weiter und so fort. Und sie sind sehr interessant. Wenn man sie sich anschaut, dann sieht man, wie das Zeitempfinden sich in dieser, gerade bei diesem Übergang zum Nationalsozialismus sich ändert. Und interessant an den Nationalsozialisten ist, dass sie nicht nur sozusagen eine neue Zeit ausrufen, das machen alle Bewegungen, die sozusagen einen Bruch mit der Vergangenheit, wie Sie das damals genannt haben, mit der Systemzeit der Weimarer Republik, das wollen Sie in die Vergangenheit rücken. Sie wollen, dass die Weimarer Republik wie das alte Ägypten werden soll, so vollkommen weit entrückt von der Gegenwart. Aber gleichzeitig wenden Sie den Rücken der Geschichte zu. Und das ist interessant, weil die Geschichte nicht im Sinne von Vergangenheit, das natürlich nicht, aber Geschichte im Sinne der Geschichte, wie sie in der Geschichtsschreibung in Deutschland damals praktiziert wurde. Das heißt, eine Erzählung über Wandel, über Umbrüche, über Veränderungen, über das nach vorne Rauschen der Zeit mit seinen vielen Umbrüchen, mit seiner zerstörerischen Gewalt. Und insofern, also sehr interessant fand ich, um dieses zu verstehen, die Schriften von Mircea Eliade, von dem rumänischen wie würde man ihn nennen? Kulturphilosophen, ja, genau. Ja. Der natürlich dem Faschismus auch nicht weit entfernt stand und also ein gewisses Verständnis hatte für die Zeitbilder des Faschismus. Und er hat von dem Schrecken der Geschichte gesprochen. Er hat gesagt, es kommt zu Zeiten der Krise, wo die Geschichte keine Unterhaltung mehr bietet und auch keinen Trost mehr bieten kann, sondern nur ein Bild des Schreckens, des Umbruchs, des Wandels, der Zerstörung. Und man kann sich das auch sehr gut vorstellen nach dem Ersten Weltkrieg, wie für manche Deutsche die Geschichte in der Tat als Schreckensbild dastand und nicht mehr sich zum Studium, so zur Orientierung anbot, sondern eher als etwas zum Ablehnen empfunden wurde. Und so haben die Nationalsozialisten anstelle sozusagen dieses historisch-linearen bürgerlichen Geschichtsbewusstseins etwas vollkommen anderes gestellt. So eine Art tiefe Identität zwischen einer fernen Vergangenheit und einer fernen Zukunft gelingt natürlich, verbunden durch die Kontinuität des Blutes, der Rasse. Also wenn man das richtig versteht, hat das mit Geschichte ja dann im eigentlichen Sinne nichts mehr zu tun. Nee. Weil Geschichte ja eine Bewegung ist, Veränderung ist
Und man kann sich natürlich historisch verorten und sagen, so, wir sind jetzt die Besseren und wir führen die ganze Menschheit in eine bessere Zukunft. Aber das, was die Nationalsozialisten machen, ist ja eigentlich ein Ausstieg aus der Geschichte. Ein Ausstieg aus der Geschichte. Und ich meine, das kann man auch verfolgen, das sieht man beim Regime selbst, aber auch vor dem, vor der Machtergreifung, wenn man sich zum Beispiel das autobiografische Werk von Hitler, Mein Kampf, sich anschaut, dann sieht man das sehr, sehr klar. Er sagt, die Geschichte, die wir gelernt haben auf der, schreibt Hitler, die Geschichte, die wir gelernt haben auf den Schulen, entweder in Österreich und in Deutschland, von Geschichtsprofessoren sozusagen dann verabreicht sozusagen für das Studium auf den Gymnasien und so, es wäre besser, wir hätten das alles nicht gelernt. Das ist alles vollkommen unnütz, durchtrieben von einem Staatsbegriff, der eigentlich jüdischen Ursprungs ist und von einem Fortschrittsglauben, der auch nur jüdische Propaganda ist. Also er lehnt das ganze Zeitgebilde sozusagen, der rankianischen, aber auch der hegelschen, dilteischen Geschichtsschreibung ab. Ist er irre in einem Kulturraum, sag ich jetzt mal, in einem Kulturraum, der so viel an Geschichtlichkeit, auch an wissenschaftlicher Geschichtlichkeit und an Geschichtswissenschaft hervorgebracht hat, da nicht als irgendwie eine schräge Randexistenz empfunden zu werden, sondern offenbar etwas anzusprechen, dass sehr viele, eben auch Universitätshistoriker und sehr viele gebildete Menschen, diesem Ausstieg aus der Geschichte gefolgt sind. Absolut. Ich meine, das ist ja das Faszinierende und zugleich Überraschende an dieser Wendung, dass wenn es überhaupt irgendwo auf der Welt ein Land gab, wo die Geschichte zur Schlüsseldisziplin sozusagen der Identitätsstiftung geworden war, dann war das Deutschland natürlich. Deutschland, genau. Ist nicht nur die Geschichte selbst, sondern die Historisierung aller Lebensbereiche. Auch die Musikologie, also die Musikgeschichte, die Theologie wird stark historisiert. Alle Kulturbereiche werden geschichtlich, werden historisch. Und gerade in diesem Land wird diese geschichtliche Zeitstruktur abgelehnt. Und das ist wahrscheinlich es ist wahrscheinlich nicht von irgendwo. Ich meine, das hat natürlich seine Gründe in dieser vielfachen Krise des Kriegsendes. Es hat schon etwas davon, dass einem ein Himmel ausgemalt wird, dass man gewissermaßen in einen weltlichen, also es ist ja, die Deutschen der Zeit waren ja durchaus zu nicht ganz geringen Teilen noch Kirchgänger und noch religiös gebunden. Und trotzdem gab es offenbar eine Ansprechbarkeit für das Zeichnen eines solchen Firmaments. Absolut. Und es ist interessant, wenn man sich die, sehr interessant sind sie, also die Revolutionsmuseen sind interessant, aber auch die Großausstellungen, die zum Teil durch das Goebbels-Ministerium, aber auch zum Teil durch regionale, museale Museumsdirektoren und Behörden und so weiter veranstaltet werden. Und da findet man immer wieder denselben Muster. Da wird zum Beispiel in einer Großausstellung, das hieß das deutsche Antlitz durch die Jahrhunderte, da heißt es, hier geht es nicht um Geschichte mit den ganzen Wechselfällen der Geschichte, sondern es geht um das, was immer geblieben ist, was immer ewig und sich selbst identisch geblieben ist. Es geht um das Dauernde. Und das ist eigentlich der innere Sinn dieser Wendung sozusagen, dass man sich auf das konzentrieren wird, was immer gleich bleibt. Das Dauernde ist aber eine Imagination, ne? Aber eine offenbar zumindest sehr überzeugende Imagination, weil das Dauernde war ja nun irgendeine arische oder germanische Urgeschichte, die man gewissermaßen, die eigentlich hätte alle Zeiten überdauern müssen und an die man jetzt anknüpfte, um dann halt eben in dieses Walhalla einzugehen. Ja, also ich meine,
Man entkommt nicht dem Wandel. Und auch die Nationalsozialisten haben das natürlich nicht geschafft. Es ist nichts Dauerhaftes. Und ich meine, gehört das mit zur Tragik der menschlichen Existenz, dass nichts überdauert. Man meint als junger Mensch, das zu erben sozusagen, was die Welt der Eltern sozusagen zu erben. Aber wenn man dann selber erwachsen ist, dann sieht man, diese Welt gibt es nicht mehr. Sie verschmilzt vor den Augen sozusagen. Es kommt was Neues, worauf man nicht so gut vorbereitet ist. Und das ist für alle Menschen in der Moderne eine nicht zu entkommende Wirklichkeit. Aber die Nationalsozialisten haben das versucht. Sie haben versucht, wegzukommen von diesem Bild des Wandels und sich einzubetten in einem Bild, in einer Zeitlandschaft der Kontinuität. Und das Tragische, Schlimme oder Mörderische daran ist ja, dass es unmittelbare politische Konsequenzen hat. Ja. Weil wenn man vergleicht, also es gab ja nun wirklich reale Probleme, die 1918 und in den Folgejahren zu lösen waren. Dann hat also, sagen wir mal, so ein Politiker wie Stresemann Kernerarbeit geleistet, um diese Probleme zu lösen. Ob das nun die Inflation war oder ob das der Versailler Vertrag war, dessen Bestimmungen sukzessive abgebaut wurden, damit sie erträglich wurden für Deutschland. Mhm. Hitler ist im Grunde aus dieser Art von Politik ausgestiegen und macht eine Politik, die mit dieser Faszination für ein Urreich nicht mehr davon ausgeht, der Wohlstand des Volkes wird dadurch gesichert, dass wir in Europa und in der Welt so erfolgreich Handel treiben, dass wir halt eben auch davon profitieren, sondern dass wir Welten unterwerfen und Räume unterwerfen, die dann halt eben dieses imaginäre Reich wieder bilden sollen. Absolut. Es ist bei Adam Tooses Buch Lohn der Vernichtung, glaube ich, heißt es auf Deutsch, Wages of Destruction, da macht er so eine Zusammenstellung von Hitler und Stresemann. Und das Interessante, Stresemann wollte während des Ersten Weltkrieges Annexionen, nicht? Er wollte, dass Deutschland Teile von Europa sozusagen an sich holt. Und er vergleicht dann die zwei Zukunftsbilder und sagt, für Stresemann liegt die Zukunft darin, dass Deutschland neue Märkte erschließt. Deutschland findet neue Kunden. Hitler wiederum will die Kunden umbringen. Und ihre Plätze sozusagen neu besetzen mit anderen Menschen, mit deutschen Menschen. Und das ist schon ein großer Unterschied, natürlich was die Konsequenzen angeht, natürlich, aber auch was die Zeitlichkeit dieser Bilder angeht. Das, für Stresemann hieß das, die Geschichte geht weiter, die Weltgeschichte, die Interdependenzen, die Abhängigkeiten, dass man zur Geschichte gehört, dass da eine Bewegung ist, die man nie selbst beherrschen wird. Die Nazis wollten wiederum doch eine totale Beherrschung der Zeitläufe, der zeitlichen Bewegung herbeiführen. Und das heißt dann die Opposition, die anderen Stimmen, das ganze Dialog sozusagen, wodurch der Wandel hervorgeführt wird und zum Teil hervorgebracht wird, das wollten sie alles abschaffen. Ich frage mich ja immer, woher kam die Kraft der Deutschen, so bis zum allerbittersten Ende durchzuhalten, ja, wo alles verloren war, auch erkennbar verloren war, und wirklich bis zum Ende alle Kraft daran zu setzen, um doch noch für diese Idee zu kämpfen. Offenkundig, ja, ist diese Verheißung, hat die schon sehr, sehr stark Fuß gefasst in breiten Schichten der Bevölkerung. Zumindest hat sie die Kriegsgesellschaft quasi mit in Haft genommen. Ja, also diese Frage ist nie eigentlich ausreichend beantwortet worden. Aber die ist eine sehr interessante Frage, und Sie erinnern mich, wenn Sie diese Frage stellen, an George Steiner, den großen Gelehrten und Intellektuellen, jetzt leider sehr, sehr alt und gebrechlich, aber wohnt noch in Cambridge. Und ich habe mal mit ihm ein Gespräch gehabt, und er hat gesagt,
die Deutschen und die Juden. Also er hat auf Israel gezeigt und auf Deutschland gesagt, welche andere Völker hätten das hervorbringen können nach 1945, einen solchen Wiederaufbau. Da haben sich zwei Völker gefunden, sozusagen, die sich irgendwie ebenbürtig waren in dieser schrecklichen Auseinandersetzung. Also das ist für mich auch unergründlich, wie lange die Deutschen das noch schaffen. Wie es dann danach zu diesem Wiederaufbau kommt, ist eigentlich sozusagen nach dem Ausstieg aus der Geschichte der Wiedereinstieg. Der Wiedereinstieg. Geschichte. Und zwar mit aller Kraft. Und zwar mit Wucht. Mit aller Kraft. Absolut. Ja. Wir machen jetzt den Sprung. Wer das Buch kennt, weiß, wir haben uns in der zweiten Hälfte des Buches aufgehalten. Und wir gehen jetzt mal zurück in die erste Hälfte des Buches, in die ältere Geschichte zu Friedrich dem Zweiten. Friedrich der Große, das ist ja immer eine Frage, Sie schreiben sehr viel Friedrich der Zweite, ab und zu Friedrich der Große. Manchmal hat man das Gefühl, man muss sich zur Größe dann bekennen, wenn man sagt Friedrich der Große. Das ist was anderes als bei Karl dem Großen, Otto dem Großen. Ja. Es ist irgendwie klar, das ist sozusagen wie Vorname und Nachname. Bei Friedrich, bleiben wir mal bei Friedrich dem Zweiten. Der hat ja ein ganz eigenartiges Verhältnis zur Geschichte gehabt, weil er ist ja einer, der realpolitisch enorm handlungsfähig gewesen ist, aber ein ganz eigenes Gespinst aufgebaut hat, indem er sich als Agierender historisch verortet hat. Ja, und es ist sehr auffallend, nicht? Also er hat, er ging von einer zyklischen Bewegung der Geschichte aus. Es ist, er meinte, er kommt immer wieder auf dieses Thema, er sagt, also die Staaten bewegen sich in Kreisläufen, in Orbits, wie sagt man, Orbit? Umlaufbahnen. In Umlaufbahnen, wie die Planeten. Sie landen immer am Ende dort, wo sie angefangen haben. Die Geschichte wiederholt sich. Man kann dieselben Charaktereigenschaften, die verschiedenen Menschentypen, lassen sich immer wieder in jedem Zeitalter immer wieder erkennen. Also er war überhaupt nicht überzeugt von dieser linearen Vorstellung der Geschichte, die anfing sozusagen um sich zu greifen im Zeitalter der sogenannten Aufklärung. Das hat er abgelehnt. Er dachte, die Geschichte sei zyklisch, sich wiederholend. Und das ist interessant, weil er selber natürlich durch seine Entscheidungen, zum Beispiel die Entscheidung in Schlesien einzumarschieren im Dezember 1740, doch große Veränderungen, welthistorische Veränderungen sozusagen ins Rollen gebracht hat und trotzdem sozusagen diesen Entscheidungen philosophisch sehr wenig Gewicht anerkannte, sondern er meinte, die Geschichte sei eine Art von Kontinuum. Und sein Lieblingskünstler, und ich habe auch ein paar seiner Bilder benutzt, war natürlich Watteau. Und Watteau liebte er, also er hat nicht nur die Bilder bewundert, sondern hat immer wieder sich selbst hineinprojiziert in diese Bilder und an Freunde geschrieben, zum Beispiel, male dein Dasein in den Pinselstrichen Watteaus, nicht Rembrandts oder so. Und was er an Watteau liebte, war die Zeitlosigkeit, die Geschichtslosigkeit dieser Bilder. Man sieht da kostümierte, theatralische Figuren, die stehen da, einer spielt die Laute, die anderen lauschen, hören zu, die sehen wie auf einer Bühne aus, aber sie sind nicht auf der Bühne, sie sind in einem nächtlichen Wald und oben scheint der Mond und man hat keine Ahnung, warum stehen diese Figuren da und wann ist das geschehen, denn die Kostüme, die Kleidung ist auch zeitentrückt, sie ist eine Kleidung aus dem vorigen Jahrhundert, vom Stil der Commedia dell'arte, also das Ganze ist irgendwie ohne Zeit und ohne historischen Kontext. Da gibt es kein Sprungbrett zum Geschehen, zum Erzählen oder sowas, sondern nur ein traumähnliches Bild, das schimmert sozusagen zwischen den Zeiten. Und er hat so viele Watteau-Bilder gekauft, dass Potsdam-Berlin jetzt zum zweitwichtigsten Ort ist für die Liebhaber dieses Künstlers, nicht nach Paris. Paris als erster und dann Berlin-Potsdam. Und das waren die Bilder, mit denen er sich selbst umgeben hat, nicht in den privaten Räumen von Sanssouci zum Beispiel. Und auch das ist wiederum ein eigenartiges Phänomen, weil er ist ja als Realpolitiker ein knochenharter Hund. Ja, und das liegt vielleicht, also das kann an mehreren Sachen, aber es liegt zum Beispiel vielleicht an dem traumatischen Verhältnis zu seinem Vater,
Er hat zum Beispiel, als er seine, die Pläne geschmiedet hat für seine eigene Burial, wie soll man das? Burial, wenn man in den Boden gelegt wird. Begräbnis, für sein eigenes Begräbnis. Danke. Für die Burial, Entschuldigung. Ja, genau. Burial, ja. Für sein eigenes Begräbnis. Der hatte gesagt, ich will nicht in sozusagen neben meinen Vorahnen. Ich will nicht neben den ganzen Hohenzollern oder sowas begraben werden, sondern ich möchte so ein eigenes kleines Grab haben. Ich möchte erstmal verbrannt werden, wie die römischen Kaiser. Dann möchte ich, dass meine Asche sozusagen in ein kleines Grab umgeben von meinen Lieblingshunden, meinen Windhunden und mit einem mit einer Büste von Marcus Aurelius vorne dran. Also ein sehr, sehr ungewöhnlich, ein Versuch, sich aus der Kontinuität, aus der dynastischen Kontinuität seiner Familie herauszuziehen und abzutrennen, auch zeitlich abzutrennen, sich nicht integrieren zu lassen in ihre Geschichte. Wenn man durch den Schlosspark von Sanssouci in Potsdam spazieren geht, dann sieht man ja viele dieser römischen oder dieser Gestalten aus der griechisch-römischen Antike und hat das Gefühl, da hat jemand sich tatsächlich einen eigenen Kosmos gebaut. Das ist ein Kosmos, das ist ein Traumkosmos. Alles von ihm und natürlich hatte er viele Kollaborateuren, die Architekten und die bereit waren, da daran mitzuarbeiten. Aber das ist auf jeden Fall, er hat sich eine eigene Welt geschaffen. Das ist sehr auffallend. Das heißt, wir haben es... Wenn wir jetzt, das ist ja der dritte Studienfall, also wir haben es bei Bismarck mit einem zu tun, der hat eine sehr unangenehme Begegnung mit der Geschichte wegen der 1848er Revolution, reagiert aber als Ruder oder als Schiffslenker darauf und versucht irgendwie sich in diesem Strom, der da in Bewegung gekommen ist, zu bewegen. Bei Hitler haben wir die Reaktion auf eine traumatische Erfahrung und beim alten Fritz wieder. Ja, und ich meine, eine persönliche natürlich, eine traumatische Erfahrung, die eher mit dem Privatbereich zu tun hat, absolut. Und es ist irgendwie die Flucht von den Leiden seiner Jugend in dieses zeitlose Dasein. Und Watteau ist irgendwie ein Ort, wo man sich den Soldatenkönig nicht vorstellen kann. Nicht? Also das sind alles sanfte, zärtliche Figuren, die miteinander tanzen oder Musik hören. Sie stellen das kulturelle Gegenpol seines Vaters dar. Wie sah er sich selber denn als geschichtliche Figur? Oder wie wollte er sich als geschichtliche Figur gesehen wissen von seiner Nachwelt? Das ist eine interessante Frage. Ich meine, das Wahnsinnige an Friedrich der Zweite oder der Große ist, dass er... Und das war damals sehr und ist natürlich immer noch sehr ungewöhnlich, dass er selber die Geschichte seiner Zeit schreiben wollte. Und das hat er in der Tat geschafft. Er hat ein so elegantes und schön komponiertes Essay zur Geschichte seines Hauses geschrieben. Also er war nicht gegen die historische Erzählung, überhaupt nicht. Aber er hat das so schön erzählt, dass die Echos sozusagen dieser Erzählung immer noch nachhallen, nicht in der Geschichtsschreibung Brandenburg-Preußens. Und er hat das gemacht, weil er nicht wollte, dass sozusagen die Geschichte seiner Zeit durch fremde Hand geschrieben wird. Es gibt so eine lustige Passage, wo er dann schreibt, ich möchte nicht, dass ein Benediktinermönch des 19. Jahrhunderts, das ist interessant, nicht, dass er an einen Benediktinermönch denkt, hatte das übliche, den üblichen antikatholischen Affekt jener Zeit und hat gesagt, ich möchte nicht, dass irgend so ein Fremder die Geschichte meiner Zeit schreiben sollte, sondern ich, der das tatsächlich gekannt habe und der die Geschichte auch mitgelenkt habe, ich sollte diese Geschichte schreiben. Er wollte seinen Ruhm halt gewissermaßen in die Ewigkeit fortschreiben. Es gibt ein wunderbares Zitat von Ihnen in Ihrem Buch, da schreiben Sie, der Ruhm der Römer war vergleichbar mit einer erhöhten Schnellstraße, die das Altertum mit der Gegenwart verband und an den verwahrlosten, gewalterfüllten Vororten des Mittelalters und des Dreißigjährigen Krieges vorbeiführte. Ruhm war die Brücke zu einer fernen Zukunft und die einzige Form der Unsterblichkeit, an die Friedrich glauben konnte.
Ja, das hat mit Sterblichkeit und auch mit Säkularisierung zu tun. Mit der Tatsache, dass dieser Mann eigentlich nie an die Ewigkeit seiner eigenen Seele glauben konnte. Aber die Ewigkeit des Ruhms, sie war bewiesen durch die Tatsache, dass für ihn zum Beispiel Cicero noch ein Zeitgenosse war. Es gibt so einen Brief, den er an einen österreichischen Minister an dem Hof seines Vaters schreibt. Er schreibt, ja, ich habe den ganzen Nachmittag mit Cicero und Cornelius Nepos verbracht. Sehr angenehme Zeitgenossen. Und für ihn sind diese alten Römer wie Freunde, wie Bekannten. Aha. Interessant. Bekannte. Bitte? Entschuldigung, Bekannte, wie Bekannte. Ich habe falscherweise ein N da hinten dran gesetzt. Ja. Wir kommen jetzt zum vierten. Man muss bei Friedrich vielleicht noch hinzufügen als Postskriptum, also was den Nachruhm anbetraf, hätte er sich kaum vorstellen können, dass er so erfolgreich gearbeitet hätte, weil noch Jahrhunderte später ist er ja in aller Munde. Das muss man ja wirklich sagen. Absolut. Also ich meine, es ist interessant, kaum ist er tot, Da entsteht ein Erinnerungskult um diesen König. Und er wird ja vielfältig, also es ist kein einheitliches Bild, nicht? Also er gilt als größter und bester Demokrat, ein Sozialist, ein Mann, der immer an die Armen gedacht hat, was natürlich überhaupt nicht stimmt, ein Mann, der, ein bescheidener Mann, der auf die schönen Sachen des Lebens verzichtet haben. Das hat Jürgen Lu gezeigt, dass es überhaupt nicht stimmt. Er führte eine sehr adlige Lebensweise. Als ein Freidenker und als der Inbegriff der Toleranz und so weiter. Also er wurde für alle möglichen politischen Bewegungen in der Nachtzeit sozusagen in Deutschland in Dienst genommen. Kommen wir auf den ersten Fall, auf den ältesten, den ersten in Ihrem Buch, die älteste Studie gewissermaßen, auf den großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, weil das eine besonders interessante Geschichte ist. Das Trauma, das der hinter sich hatte, dagegen hatte Hitler ein Luxusproblem, weil der 30-jährige Krieg tritt 1640 an, muss nach Königsberg ausweichen, um überhaupt regieren zu können. Als er 1643 nach Berlin zurückkommt, ist Berlin eine vollkommen zerstörte, von elenden Gestalten bevölkerte Stadt. Absolut. Also es ist an Traumagehalt, ist ein Regierungsbeginn kaum zu überbieten. Ja. Und wenn man sich die Realpolitik, erstmal nur die Realpolitik anguckt, mit der dieser preußische Regent oder brandenburgisch-preußische Regent, brandenburgisch ist er ja noch, umgeht. Wie reagiert er darauf? Ja, das ist das Interessante. Ich meine, übrigens, das Trauma hält nach. Und es ist interessant, dass auch Friedrich der Große, wenn er dann sein politisches Testament schreibt, fängt er an, indem er sagt, die Spuren dieses schrecklichen Krieges sind heute noch überall zu erkennen, wo ich diese Zeilen schreibe. Also das Trauma des 30-jährigen Krieges, das in Teilen von Norddeutschland zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung ausgemerzt hat, ist so von kaum denkbarer Dimension. Und wie reagiert er darauf? Er reagiert darauf, also für ihn ist die Hauptsache, also wie Sie sagen, kommt er ursprünglich, muss ja ursprünglich nach Königsberg, weil es nach Berlin, in Berlin einfach nicht geht. Da ist nichts für den Kurfürsten. Es ist auch unsicher, die Schweden sind überall und auch andere Verbände. Und er bleibt in Königsberg erstmal ein paar Jahre und kommt erst danach nach Berlin. Und was für ihn das Trauma des Krieges, also der Kern des Traumas, ist die Hilflosigkeit Brandenburg-Preußens und er oder Brandenburgs vor allem. Und er meint ja, man muss sozusagen eigene Kräfte schaffen, eigene Kräfte. Allianzen sind zwar gut, schreibt er in seinem Testament, aber eigene Kräfte sind besser. Und aber wie soll er an eigene Kräfte kommen? Wo soll das Geld her? Das Geld muss her durch neue Steuern. Und dann verwickelt er sich natürlich in langwierigen Streiten mit den verschiedenen landständischen Versammlungen in seinen Provinzen, in den Provinzen seiner Monarchie, seines Kurfürstentums, oder das heißt, das ist eigentlich ein Agglomerat, nicht nur das Kurfürstentum. Genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Es gab keine geschlossene Landkarte von Brandenburg-Preußen. Keine geschlossene Landkarte, sondern nur so verschiedene versprengte kleine Teile, die alle jeweils ein eigenes Verhältnis hatten zu diesem Herrscher. Und er versucht,
sie zu überreden, neue Steuern zu zahlen, und sie sagen nein, das ist also traditionell, gibt es diese Steuern nicht, die sind illegitim, die sind neu und also nicht rechtmäßig, und er sagt nein, aber sie argumentieren mit ihrer Libertas, ich habe aber meine Notwendigkeit, die Notwendigkeit des Staates, denn wenn der Staat sozusagen in den Stand gebracht werden sollte, sich zu verteidigen gegen mögliche zukünftige Bedrohungen und Gefahren, dann muss Geld her, damit wir ein stehendes Heer haben, damit wir Verbände haben, mit denen wir uns verteidigen können. Und da sieht man, wie zwei verschiedene Arten der Historizität, der Zeitlichkeit gegeneinander in Konflikt kommen. Genau, da treten ja dann zwei Argumentationsmuster, ne? Geschichte gegen Zukunft, treten ja gegeneinander an. Genau, die einen legitimieren sich aus der Vergangenheit und sagen, das ist illegal, weil es neu ist. Und dann kommt er und sagt, nein, die Tatsache, dass eine Sache alt ist, ist nicht unbedingt eine Legitimation. Ich mache mir Sorgen wegen der Zukunft. Also er leitet sozusagen die Legitimität seiner Handlungen aus der Zukunft her und sagt, wir müssen jetzt handeln, weil wenn wir das nicht tun, übermorgen die Schweden vielleicht in Pommern einbrechen oder die Franzosen in Kleve. Und das ist ein Gefecht, was er über lange Zeit führen muss. Also das sind Kämpfe, die er über lange Zeit austragen muss, um diese starken Widerstände innerhalb seines disparaten Herrschaftsgebietes zu brechen. Absolut. Ja sagen, ne? Absolut. Und er spricht von der, er will ja die Souveränität dieser Gruppen brechen. Und er sagt auch immer wieder, Sie sagen, also was hat zum Beispiel die klevischen Stände sagen, was hat das alles mit uns zu tun? Wenn Sie dann irgendwas wegen Pommern machen wollen, dann ist das Ihre Sache. Sie machen so eine prinzliche Fehde, eine fürstliche Fehde, das hat mit uns nicht so, das ist Ihre Privatsache. Und er sagt, nein, wir sind alle Glieder eines Hauptes. Wir sind ein Land, wir gehören zu einem Land. Und das ist natürlich ein neuer Gedanke, für die Landstände natürlich ein neuer Gedanke. Und membra unius capitis. Hat der große Kurfürst ein Geschichtsbewusstsein gehabt, also was wir nennen würden Geschichtsbewusstsein, oder ist das noch eine ganz fremde Vorstellung und da entwickelt sich gerade etwas? Das ist eben das Schwierige daran, ist, da entwickelt sich gerade etwas. Und es ist nicht so, er schreibt nicht, es gibt keine Schriften, wo er dann sich die Frage stellt, was bedeutet Geschichte für mich oder wie verhalte ich mich zu der Zeit oder was habe ich für Gedanken über die Zeit. Das war nicht sein Ding. Er war ein Mann der Praxis, nicht ein Mann des Nachdenkens in diesem Sinne. Aber wenn man zum Beispiel sieht, wie er sich auseinandersetzt mit den Lutheranern, er ist Calvinist. Und es gibt starke Auseinandersetzungen zwischen dem calvinistischen Hof und dem lutherischen Pfarrertum sozusagen. Das Luthertum ist eigentlich die Religion des Volkes überhaupt. Und der Calvinismus ist beschränkt auf höfische Anstalten und dann ein paar in Ostpreußen auch. Es ist eigentlich eher eine Elite-Religion, eine Sache der Elite. Und wenn er dann seinen calvinistischen Glauben, die Vorzüge dieses Glaubens gegenüber dem Luthertum erklärt und legitimiert oder rechtfertigt, dann sieht man, dass er doch ein Gefühl hat für die vorwärts bewegende Dynamik der Zeit. Er meint, der Calvinismus ist eine Verbesserung des Luthertums, weil darin weniger von Rom, weniger Katholizismus drin ist. Also der Prozess, der welthistorische Prozess der Säuberung des Christentums von den Resten, von der Altlast des Katholizismus, ist bei den Lutheranern nicht so weit fortgeschritten wie bei den Calvinisten. Und da sieht man, dass er doch irgendwie einen Fortschrittsgedanken hat, auch wenn das sozusagen in diesem Kontext sich nur konfessionell ausdrückt. Aber er ist einer, der gewissermaßen in diesen ganz anfänglichen Zeiten Politik macht, in denen sich ein Fortschrittsbewusstsein allmählich regt. Absolut. Und ich glaube, das hat mit diesem Trauma des Dreißigjährigen Krieges zu tun, weil er meint, und er sagt das auch ab und zu, er meint, wenn wir nicht nach vorwärts streben, wenn wir aufhören, nach vorne zu schieben, dann fallen wir zurück. Es gibt genug Kräfte, die uns zurückholen wollen in die Vergangenheit. Und die Vergangenheit war natürlich
so unvorstellbar schlimm. Das war für ihn, das war, glaube ich, die Wurzel, die emotionale Wurzel seiner ganzen Dynamik als Herrscher, dass er meinte, wenn die Gegenwart nicht ständig sozusagen der Zukunft entgegenstrebt, dann wird sie verschüttet durch die Vergangenheit. Dann wird die Vergangenheit die Gegenwart einholen. Es gibt ein schönes Zitat von Ihnen, muss ich jetzt auch. Die Vergangenheit erschien unter einem Sargtuch der Zerstörung. Ja. Das war für ihn gewissermaßen der Blick zurück. Und das Bemerkenswerte an diesem politischen Herrscher ist ja, dass der nicht, sagen wir, traumatisch darauf reagiert hat und eine Flucht in imaginäre Welten angetreten hat, wie Friedrich aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Vater und Hitler aufgrund der Erfahrungen von 1914-18 und dem Untergang des Kaiserreichs, sondern dass der aktiv Politik gemacht hat in einem Augenblick, als sich gewissermaßen die Tür öffnet, wo die Menschen das Gefühl bekommen, sie können die Geschicke der Welt in ihre Hand nehmen. Absolut. Und ich glaube, das ist, wenn man sich die Frage stellt, warum gelingt das ihm, dann ist es zum Teil wegen dieser, also er hatte das Glück natürlich, seine Jugend nicht im kriegsversehrten Deutschland, Preußen oder Brandenburg zu verbringen, in den deutschen Landen sozusagen, sondern in den Niederlanden. Er war in Amsterdam und Leiden, wo es den Leuten noch einigermaßen gut ging. Und er hat dort dieses florierende Staatswesen, kalvinistisch übrigens, wie seine Familie auch, und hat gemeint, dort das Modell einer besseren Lebensart, eines besseren Staatswesens erlebt zu haben, und wollte sozusagen Brandenburg amsterdamisieren, sagen wir mal, hollandisieren. Er hat auch versucht, den Handel aufzubringen, er hat sich für Kolonien in Afrika interessiert. Es war überhaupt ein Versuch, sozusagen, dass die brandenburgische Wirklichkeit diesem holländischen Ideal, diesem niederländischen Ideal ein bisschen näher zu bringen. Es ist doch eine Art von Rationalität von Politik, die wir im Grunde in den letzten Jahrzehnten auch schätzen gelernt haben. Ja, und ich finde, es interessant für die Gegenwart ist die Tatsache, dass die Generation, die sich an die Zerstörung des Krieges richtig vom Bauch heraus erinnert und noch spüren konnte, diese Generation ist nicht mehr, also sie leben vielenorts noch, aber sie ist nicht mehr an der Macht. Und an der Macht sind Menschen, die sich nicht mehr an diese Gräuel richtig erinnern und das nicht mehr spüren, sozusagen die Gefahr, die von der Vergangenheit ausgeht. Und dieses Schrecken vor der Vergangenheit war sehr wichtig, ein wichtiges Bestandteil beim Aufbau der Europäischen Gemeinschaft und später der Union, der ganzen transnationalen Instanzen, die damals zustande kamen. Die Montanunion und so waren alle eine Flucht nach vorne aus den Schrecken der Vergangenheit. Und dieses Gefühl für die Schrecken der Vergangenheit hat jetzt fast vollkommen abgelassen, ist nicht mehr da. Und deswegen vielleicht kommt es zum Teil zu einem Erlahmen in der Dynamik des Vorwärtsstrebens in der Politik. Interessant, wie wir jetzt instinktiv von der Zeit des großen Kurfürsten in die heutige Zeit gesprungen sind, weil es ja in beiden Fällen, sagen wir, die zerstörerischsten Kriege der bis dahin erlebten Weltgeschichte gewesen sind, an die dann halt eben Politik angeknüpft hat. Also wenn man so will, hat Adenauer in der Bundesrepublik so eine Art von politischem Kernerwerk gemacht, was der große Kurfürst in seiner Zeit natürlich unter völlig anderen Verhältnissen und mit völlig anderen Methoden und im anderen Umfeld natürlich auch gemacht. Stimmt, und es ist erstaunlich, wie lange das dauert. Ich meine, auch Helmut Schmidt war stark gezeichnet durch den Zweiten Weltkrieg. Nicht? Also er war in Russland an der Ostfront gewesen, er hat dann noch eine Reise nach Russland gemacht mit seiner Familie. Er ist, also der Griff dieser Vergangenheit hat nie nachgelassen, er spürte das seines Lebens lang.
Wenn wir jetzt halt eben noch mal ganz grob auf die vier gucken, dann finden wir Geschichtsfluchten oder einen Versuch, gegen die Geschichte zu arbeiten und in diesem ältesten Fall einen sehr konstruktiven Aufbruch mit der Geschichte und erleben heute im Grunde eine Zeit, in der man das Gefühl hat, man hat kein historisches Trauma heute, aber man hat eher ein Zukunftstrauma. Ja. Also man hat eher das Gefühl, dass die Handlungsfähigkeit, in die sich der große Kurfürst reingearbeitet hat, in die sich ein Politiker wie Adenauer reingearbeitet hat, ja, diese Handlungsfähigkeit und diese Zukunftsorientierung, dass die verloren geht, weil man das Gefühl hat, irgendwie der Berg von Problemen ist so groß, dass wir nicht mehr wissen, kriegen wir das überhaupt alles gebacken. Ja, genau. Also ich dachte mal darüber nach, also wieso ist es, dass sozusagen, dass die Bedrohung oder die Gefahr eines schwedischen Einbruchs in Pommern dazu dienen kann, das Staatswesen zu stärken? Und der Klimawandel sozusagen, der jetzt ein riesiges Drohgebärde ist und das mit gutem Grund, nicht dieselbe Wirkung hat, sondern, und der Grund liegt in der Dimension des Problems. Das Problem ist in der Tat global, sie umfasst den ganzen Planeten, aber die Staaten sozusagen sind einzeln nicht in der Lage, dieses Problem anzugehen. Ganz im Gegenteil, also insofern sie nach den eigenen Interessen handeln, erschweren sie eine Lösung des Problems. Denn es gibt keinen Gesamtstaat, es gibt keinen globalen Gesamtstaat, der sozusagen aus dem Argument dieser Gefahr sich genug stärken könnte, oder genug Autorität an sich bringen könnte, um die Lösungen herbeizuführen, die dann notwendig wären, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden, auszuweichen. Im Grunde, wenn ich Ihr Buch lese, erkenne ich alternative Handlungsmuster und Verhaltensmuster heute wieder. Also der Versuch, gewissermaßen ein autarkes Gebilde durch eigene Stärke zu bilden und innerhalb dieses autarken Gebildes, uns geht es dann gut, die anderen ist egal, aber uns geht es dann gut, das ist ja ein Politikansatz, den es heute gibt. Absolut. Aber die Probleme sind möglicherweise, zumindest ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass die Probleme so groß sind, dass das nicht reichen wird. Absolut. Ich meine, das Erstarken natürlich der autarkische Staatsgebilde oder zum Beispiel, wenn Präsident Donald Trump sagt zum Beispiel, you know, America first bedeutet auch France first, Germany first, Australia first, alle sollten ihren Staat sozusagen sollten nach den Interessen ihres Staates handeln. Diese Individualisierung diese Absage an der Kollaboration, an der Zusammenarbeit zwischen Staaten ist natürlich für die Bewältigung eines transnationalen Problems wie des Klimawandels oder zum Beispiel wie der globalen Migration so werden wir nie zu einer Lösung kommen. Als Sie das Buch zu Ende geschrieben haben, waren Sie deprimiert oder haben Sie gedacht, ich habe auch eine Hoffnung, die ich gerne kundtun will? Ich würde sagen, eher Ersteres. Also ich war nicht besonders fröhlichen Gemüts, muss ich sagen. Es war auch keine fröhliche Stimmung. Es ist auch im Moment in Großbritannien keine fröhliche Stimmung. Nee, jedenfalls nicht für Menschen, die ich kenne. Wahrscheinlich für niemanden. Ich versuche mich manchmal in die Schuhe der Brexiteers zu stellen und mir vorzustellen, ich glaube, für sie ist es auch nicht so toll, aber für uns, für die Remainers, ist es auch schrecklich. Es hat nicht nur damit zu tun, sondern es ist auch etwas, was man beobachten kann, überall, nicht in der Sowjetunion zum Beispiel. Es ist zu einer interessanten posthistorischen, eine Politik, die mit Macht zu tun hat, aber keine richtigen zukünftigen Ziele hat. Das einzige Staatswesen, wo man richtig von einer robusten Zukünftigkeit sprechen kann, ist China. In China wird weit in die Zukunft
vorgeplant. Und es gibt ja diese langen, das Xi Jinping'sche Denken hat eine starke zeitliche Dimension. Das heißt, es ist zum Teil nur Propaganda, aber so eine grüne Zukunft und dann Pläne, die bis 25 Jahre, 50 Jahre, ein Jahrhundert in die Zukunft reichen. Und Sie empfinden überhaupt nicht diese Verlegenheit, die in den westlichen Demokratien sich so stark macht. Es ist bei Ihnen keine Erschöpfung der Zukunft, sondern Sie sprechen von dem jetzigen Zeitalter als das Zeitalter der strategischen Möglichkeiten. Also in China sieht das anders aus. Man muss natürlich sich dann die Frage stellen, möchte man für sich selbst diese Zukünftigkeit? Und für viele Menschen, die meisten Menschen, denke ich, in liberalen Demokratien ist das nicht die richtige. Aber uns fehlt auf jeden Fall dieses Gefühl für die Zukunft. Es ist nicht, natürlich hat man war sich nie einig darüber, wie die Zukunft aussehen sollte. Das sind ja muss man auch nicht. Das sind Konfliktgesellschaften. Und das hoffentlich werden sie auch so bleiben. Aber man hatte, glaube ich, doch ein gemeinsames Gefühl, dass die allgemeine Fahrtrichtung irgendwie stimmte. Und dieses Gefühl hat man nicht mehr. Und also gilt es, glaube ich, jetzt die Zukunft neu zu besetzen. Und das wird zurzeit sehr erschwert durch die Polarisierung in der Politik, durch das Auseinanderbrechen der Mitte und zum Teil auch der Schulterschluss in der Mitte gegenüber den rechten und linken Außenseitern, dass die Mitte sozusagen elitär nicht mehr keine Ohren hat für die Stimmen, die von draußen kommen. Das ist auch ein Problem. Das erschwert die Schaffung eines Konsenses. Nicht eines bindenden, engen Konsenses, aber eines breiten Konsens, eines breiten streitfähigen Konsenses, sagen wir mal. Ich glaube, das müssen wir so einfach stehen lassen, weil es gibt keine Antwort auf die gewichtigen Probleme, die uns beschäftigen. Aber es lohnt, das kann ich schon noch mal sagen, es lohnt, sich unter diesen gegenwärtigen Fragestellungen sich in Ihr Buch zu vertiefen und, wenn man es durchgelesen hat, am Ende noch mal nachzuschlagen beim großen Kurfürsten. Weil das war tatsächlich eine sehr konstruktive und sehr rationale Art, auf Herausforderungen zu reagieren. Absolut. Die einem, der gerne möchte, dass für die Zukunft etwas gestaltet wird und etwas besser gestaltet wird, ja, die einem dann doch auch am Herzen liegen. Schönen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs mit Christopher Clark. Sie haben jetzt die Gelegenheit, an Christopher Clark Fragen zu stellen zu dem Buch. Sie müssen aber nicht zu dem Buch, natürlich nicht. Sie müssen es ja auch nicht gelesen haben. Aber vielleicht hat das, worüber wir gesprochen haben, ja noch einige Fragen aufgeworfen oder Neugierde geweckt auf bestimmte Aspekte. Also, wenn Sie sich melden mögen, geben Sie ein kurzes Handzeichen. Es gibt Mikrofonträger, wie mir gesagt wurde, im Raum. Ja, dann dann fangen wir hier vorne in der vierten Reihe links an. Erlauben Sie mir bitte eine etwas persönliche Frage. Sie sind ja Australier, lehren in Cambridge, haben sich aber der deutschen Geschichte hauptsächlich oder der Geschichte auch Preußens zugewandt. Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch. Englisch sicher auch. Echt, mein Englisch ist auch nicht schlecht. Darf ich fragen, gibt es da im Hintergrund eine familiäre Geschichte oder wie kam Sie dazu, dass Sie sich so der deutschen Geschichte zugewandt haben? Das ist eine interessante Frage und Sie erinnern mich so ein bisschen an eine Frage, die mir gestellt wurde von diesem Hamburger Filmemacher Alexander Kluge, der mit der Frage begann. Er sagte: Herr Clark, Sie kommen aus dem Land des Wombats und des Kängurus. Wie kommt ein solcher Mensch auf Preußen? Und ich finde, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten in den Geschichten dieser Gesellschaften, als man so meint. Und es ist eigentlich, also man macht aus dem Unterschied immer ein Fetisch. Es ist ein Narzissmus der kleinen Unterschiede. Aber eigentlich gibt es viel mehr Verbindungen.
Und ich denke zum Beispiel nur an ein Beispiel zu geben, an Ludwig Leichhardt, den bedeutendsten Entdeckungsreisenden der australischen Geschichte. Er stammte aus Trebatsch, aus einem richtigen Kaff, einem kleinen Dorf in Brandenburg. Da gibt es heute und damals gab es wirklich gar nichts da und heute ist auch kaum was da. Und ich meine, hoffentlich sind keine Trebatscher hier heute Abend, aber es ist ein sehr netter Ort. Ich erzähle das dann weiter. Es ist hübsch, sehr hübsch. Aber und da, ich meine, das ist das nicht faszinierend, dass ein Brandenburger, aus nicht mal aus Berlin, sondern aus einem ganz kleinen Dorf aus Brandenburg, dass gerade derjenige gewesen ist, der Australien sozusagen aufgemacht hat durch seine riesigen Entdeckungsreisen. Und bei der dritten starb er. Seine Überreste sind nie gefunden worden. Also es gibt mehr Verbindungen, als man vielleicht so denken würde zwischen diesen Weltteilen. Also das wäre meine Antwort. Aber Sie haben auch noch eine direkte Verbindung zu West-Berlin gehabt. Ja, ich habe 2,5 Jahre in West-Berlin studiert, an einem Ort, den es heute nicht mehr gibt. Und das war, ich meine, es gibt West-Berlin nicht, meine ich damit. Es gibt nur Berlin. Und oder vielleicht gibt es West-Berlin noch als ja, gefühlt gibt es West-Berlin. Als gefühltes, noch. Ja, genau. In als West-Berlin gefühltes. Gibt es Menschen, für die ist der Mauerfall eher ein Gerücht, weil sie nicht nach Ost-Berlin fahren. Das stimmt, weil sie, genau. Und das hat mich tief geprägt. Und das, ich meine, man muss sich so vorstellen, man kommt aus einem Land, einem Kontinent eigentlich ohne Binnengrenzen, wo alle eigentlich dieselbe Sprache sprechen, sogar mit einem sehr ähnlichen Akzent. Es ist nicht wie in Baden-Württemberg oder sowas, wo in jedem Tal man es mit einem neuen Dialekt zu tun hat, sondern in Australien kann man von Sydney nach Perth fahren und es ist eigentlich dasselbe, fast dasselbe, mit kleinen Unterschieden. Da muss man ein feines Ohr haben. Und bin plötzlich dann in einer Stadt, wo man so ohne die Stadt zu verlassen, von einem Land in ein anderes Land fahren kann und gleichzeitig von einem globalen System des Kapitalismus sozusagen in das andere System des Sozialismus gehen kann. Und das in einem Nachmittag, das war für mich das eine Erfahrung, deren Faszination nie nachgelassen hat. Ich habe damals immer das Erlebnis gehabt, wenn ich nach Ost-Berlin gefahren bin von West-Berlin aus, ich hatte das Gefühl, ich steige jetzt ein halbes Jahrhundert in die Geschichte hinab, weil die Geschichte irgendwie machte Ost-Berlin den Eindruck, als ob da die Zeit stehen geblieben wäre. Das natürlich auch und die Tatsache, dass da die ganzen preußischen, die preußische Architektur, nicht das Forum Fridericianum, das war alles auf der Ostseite. Und man hat das Gefühl, man wandert aus einem sehr westlich, amerikanisch, französisch, britisch geprägten Insel der westlichen Moderne in das alte Preußen, in das Herzland sozusagen des alten Preußens. Und bestieg womöglich noch die Deutsche Reichsbahn, denn die fuhr ja da. Genau, die fuhr noch, ja. Okay, also wenn Sie, ja, dorthin. Ja, ich möchte die wie immer überaus anregenden Überlegungen zum Anlass nehmen, jetzt eine systematische Frage zu stellen nach dem Zeitregime von Militärs. Gibt es sozusagen ein spezifisches Zeitregime von Militärs? Du hast ja mit Friedrich II. Jemanden, der auch als Militär tätig war. Hitler hat ja auch einmal sich als oberster Befehlshaber der Wehrmacht versucht. Wenn man jetzt Napoleon nähme, über den es kein großes Buch gibt, das nächste Projekt steht also an, auch in diesem Jubiläumsjahr, kann man jetzt natürlich etwas spekulativ formuliert ein spezifisches Zeitregime von Militärs erkennen, die ja mit einer gewissen Unwägbarkeit militärischer Entscheidungen zu rechnen haben, wenn sie selber Feldzüge planen und durchführen? Das ist eine sehr interessante Frage und es ist, das ist übrigens mein geschätzter Kollege Professor Wolfram Püter, ja, der sich eigentlich besser über dieses Thema auskennt als ich. Aber ja, es ist interessant, also diese Frage hat sich für mich besonders im Falle von Friedrich dem Großen gestellt, weil ich meine, er war kein Militär im modernen Sinne, aber er war ein Kriegsherr, ein kriegführender Fürst, ein Roi Connétable der alten Schule. Und es ist interessant, dass er natürlich
in seinem Geschichtsbewusstsein hat er das Moment der Entscheidung, das so wichtig war für den großen Kurfürsten und für Pufendorf, sein Historiker, den großen Historiker des großen Kurfürsten, sehr wichtig war, dass sozusagen der Souverän vor allem Souverän ist, weil er entscheidet und um entscheiden zu können. Das ist das Wichtigste, was er tut. Friedrich der Zweite hat der Entscheidung viel weniger Gewicht beigemessen in der Politik, das heißt in seiner Darstellung der Geschichte. Verschwindet er selbst, wenn er so beschreibt, die Zeitläufe seiner Zeit beschreibt, aus der, als Entscheider sozusagen aus dem Bild, aber natürlich als Warlord, als kriegführender Fürst, ist die Entscheidung doch wichtig. Und er spricht immer wieder im Kontext von Schlachten, von entscheidenden Momenten, von Momenten, wo man entweder zugreifen muss oder die Gelegenheit geht verloren. Und er war sich auch bewusst, dass er manchmal diesen Augenblick auch falsch eingeschätzt hat, dass er zum Beispiel bei Zorndorf oder es gibt ja verschiedene Beispiele, wo er dann entweder zu früh oder zu spät auf eine Situation reagiert hat und das später auch eingesehen hat. Also es gibt vielleicht so eine Art fachliche Zeitlichkeit des Militärs, weil die Militärs vor allem mit unberechenbaren Situationen immer wieder in der Jetztzeit sozusagen umgehen müssen und darauf Reaktionen finden müssen. Das Erste, was verloren geht natürlich bei einer Schlacht, ist der Plan. Also der Plan ist dann weg und dann muss man planlos sozusagen auf neue Situationen reagieren. Also es gibt vielleicht doch eine Art Zeitlichkeit des Kämpfens oder des Kriegs. Natürlich ändert sich auch der Krieg, nicht? Der Charakter des Krieges ändert sich. Im 18. Jahrhundert hat man es noch mit sehr gut trainierten, also ausgebildeten Truppen, die zum Teil sehr, sehr teuer über viele Jahre hinweg ausgebildet worden sind und die sehr kostbar und teuer zu produzieren sind und die man nicht gerne verliert. Also gibt es natürlich eine Kunst der Schlachtvermeidung, die auch wichtig ist in dieser Zeit, in diesem Zeitalter. Ganz anders wird das natürlich in den Zeiten der Französischen Revolution, wo Clausewitz dann anfängt, zur Zeit der napoleonischen Kriege nachzudenken, wie der Krieg, was die neue Logik des Krieges, des großen Krieges, wenn riesige nationale Armeen gegeneinander prallen, und seine Gedanken zum Krieg haben vieles von Zeitlichkeit in sich und von der Immersion, von der sozusagen immersed zu werden. Wenn man eingebettet, also der Soldat und auch der Offizier und auch der Entscheidungsträger ist eingebettet in eine Situation, die sich ständig ändert und die ihn unter extremen Druck stellt. Und da ändert sich natürlich die Zeitlichkeit. Sie wird weniger linear, weniger vorhersehbar, unberechenbarer. Aber ob es eine generische Zeitlichkeit der Militärs gibt, das weiß ich nicht. Da müsste ich mir noch ein bisschen weiter darüber Gedanken machen. Haben Sie weitere Fragen? Guten Tag, Herr Professor Clark. Eine Frage. Bismarck wurde ja auch als so weißer Revolutionär gesehen. Lag das an seiner Sozialisation? Er ist ja in Korstrand gewesen in Göttingen, hat damals die Burschenschaften abgelehnt, aber in seinen späteren Jahren, insbesondere als Reichskanzler, wurde er besonders unter den Burschenschaften ja verehrt und hat in seinen Gedanken und Erinnerungen eigentlich überwiegend nur den Burschenschaften etwas gewidmet, auch sich sehr positiv ausgesprochen im Nachhinein. Liegt das daran an den ursächlichen Hintergründen der Burschenschaftlichkeit, also vom Wartburgfest und Ähnliches, was letztendlich ja auch zur Reichsgründung mitgeführt hat? Ja, Sie meinen, was lag da? Die Frage, dass Sie noch daran sich verbunden fühlte? Also ehrlich muss ich sagen, weiß ich eine direkte Antwort nicht auf diese Frage. Ich weiß nicht, warum er diese Verbindung so geschätzt hat. Er hat Sie haben recht, er hat das abgelehnt damals und provozierte die Burschen auch ständig.
Er dachte aber immer, er hatte eine tolle Zeit gehabt als Student und hat da ein paar Freundschaften geschmiedet, die auch dauerhaft blieben. John Motley war einer seiner Universitätsfreunde und dem blieb er verbunden seit seines Lebens, bis Motley, ich glaube Motley starb vor ihm. Und insofern kann es auch daran gelegen haben. Aber dass er als ein weißer Revolutionär war, hat, glaube ich, weniger mit der Uni zu tun, mit der Burschenschaft, als mit der Tatsache, dass er einerseits sozusagen in einer Welt agieren musste, die durch die Revolution überhaupt entstanden war und das auch akzeptiert hat. Es gibt ja eine interessante Rede, die er dann im April 1848 hält, wo es geht darum, ob man sich dankbar, man sollte so ein Dankbarkeitsvotum aussprechen im Namen des Parlaments, des neuen revolutionären Parlaments, den Kämpfern, den Barrikadenkämpfern der Märzereignisse gegenüber. Und da sollen alle wählen. Und Bismarck hält eine kurze Rede, indem er sagt, er wird natürlich nicht für das Dankbarkeitsvotum wählen. Er kann sich bei denen nicht bedanken, die die Ehre des Königs so geschädigt haben oder so provoziert haben. Das ist für ihn gar nichts. Aber er sagt, das heißt nicht, dass ich nicht des Glaubens bin, dass die Revolution ein endgültiges Urteil der Geschichte ist. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Revolution nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und dieses Parlament und diese Regierung ist der Weg in die Zukunft. Also er hat nie versucht, wie manche reaktionäre Kollegen, hat er nie versucht, die Revolution ungeschehen zu machen, sondern er arbeitete aus dem Erbe dieser Revolution heraus. Und das machte ihn, und ich meine, der Begriff war, glaube ich, der von dem großen Historiker Lothar Gall, nicht? Also der weiße Revolutionär. Es war eben diese Bereitschaft einerseits mit der Revolution zu arbeiten, mit den Kräften, mit den durch die Revolution losgelassenen Kräften zusammenzuarbeiten, und auch wenn das manchmal hieß, man versuchte sie zu manipulieren, und andererseits natürlich den Wandel einzuhalten und die dauerhaften Strukturen des preußischen monarchischen Militärstaates doch zu schützen gegen die hochschlagenden Wellen dieser gesellschaftlichen Kräfte. Diese Ambivalenz hat ja im Grunde seine Freunde gewissermaßen intellektuell überfordert. Also, ja, absolut. Die haben ihm ja die Politik übel genommen, die er eigentlich führte in ihrem Sinne. Ja, also es gibt ein tolles Gespräch zwischen ihm und Leopold von Gerlach, wo Gerlach sagt, also wie kannst du mit diesem französischen sogenannten Kaiser, mit diesem Napoleon III., wie kannst du mit ihm überhaupt reden, wie kannst du ihn wahrnehmen oder ernst nehmen? Er ist doch ein Satansknecht, er ist ein Ding der Revolution, er ist ein illegitimes Geschöpf. Und Bismarck schreibt zurück und sagt, ich bin auch gegen die Revolution als Weltprinzip. Ich werde nie für die Revolution arbeiten. Aber Sie verstehen diese kontrrevolutionäre Haltung, als würden wir Whist spielen oder Bridge oder sowas. Es gibt Trumpf. Es gibt eine Karte, die Trumpf ist, das ist die Kontrrevolution. An sie trumpft immer, egal was die anderen Karten sind. Aber ich betrachte das als ein Schachspiel. Und der Kaiser Frankreichs ist auch ein Stück auf dem Brett. Mit dem muss man arbeiten. Man muss mit allen Stücken arbeiten. Nicht nur mit den Königen und Bischöfen oder sowas, sondern auch mit den ganzen Bauern. Mit alle Stücke und auch die Stücke des Gegners sind Teil des Spiels. Und man muss mit allen Kräften, die auf dem Brett sind, muss man bereit sein zu arbeiten. Das hat ihn so erfolgreich gemacht. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich, zeigen Sie deutlich auf, weil das von hier vorne teilweise nicht so gut zu erkennen ist, wenn Sie nur zaghaft sich melden. Sollte es keine weiteren Fragen geben, dann sehen Sie. Ah, ich kann sehen. Ich hätte noch eine Frage zum Geschichtsbild der Nationalsozialisten. Auf der einen Seite haben die ja sehr stark versucht, wie gesagt, das, was direkt vor allen Dingen vor ihnen war, zeitlich auszublenden und ihre Revolution als etwas ganz Neues zu begründen.
Aber auf der anderen Seite gibt es ja so eine ganz starke Tradition, auch gerade über Friedrich den Großen, dann Bismarck, dann Hindenburg, Hitler in so eine Traditionslinie auch zu stellen. Also ich erinnere mich da an so ein weit verbreitetes Motiv, was es als Postkarte und so weiter gab. Das hieß, glaube ich, was der König eroberte, der Fürst einte, der Marschall verteidigte, das rettete der Gefreite. Das ist so ein Topos eigentlich, der dann immer wieder in dem Nationalsozialismus vorkommt und der eigentlich auch zeigt, dass man mit so einer ganz simplen, eigentlich ganz undifferenzierten Narration eigentlich versucht, irgendwie Hitler dann doch in das deutsche Geschichtsbild sehr stark einzufügen. Sie haben vollkommen recht und das ist interessant nicht. Also ich habe vor einigen Jahren, bevor ich das Buch geschrieben hatte, habe ich einen Vortrag über dieses Thema gehalten in Cambridge und hat Richard Evans genau dieses Beispiel gebracht und gesagt, das ist alles Quatsch, es gibt schon ein Fortschrittsbild bei den Nationalsozialisten, wie es bei diesem Plakat eben zu erkennen ist. Nicht? Also Friedrich der Große, Bismarck, Hindenburg, Hitler, das ist der historische Fortschritt und da ist es doch genauso wie im alten Geschichtsbild. Aber ich würde das bezweifeln, denn was in diesem Plakat zu sehen ist, sind vier Archetypen. Sie sind nicht historisch eingebettet, sie sind nicht als kontingente Ergebnisse bestimmter historischen Konstellationen zu sehen, wie das ein Fachhistoriker sie sehen würde, sondern sie sind als vier archetypische Ausdrücke deutschen Wesens sozusagen dort angereiht. Und das passt sehr in das Bild, was Mircea Eliade entwickelt hat, als er gesagt hat, der Mensch, der sozusagen in der Geschichte nur ein Schreckensbild sieht, neigt zum Archetypischen. Er sieht in der Vergangenheit keine Prozesse des Wandels, des Fortschritts, was auch immer, der Umbrüche, sondern er sieht nur symbolhafte Gestalten, die für dauerhafte Werte stehen. Und so also ist dieses Plakat, obwohl es aussieht wie der bildliche Ausdruck eines linearen Fortschrittsdenkens, ist es eigentlich ganz das Gegenteil. Das wäre meine Antwort. Mhm. Aber danke für die Frage. Potsdam hat es ein bisschen manifestiert, ne? Der Tag von Potsdam, ja, klar. Dass man sich vermählt hat mit der Vergangenheit, meinen Sie jetzt? Ja, genau. Genau, aber das war zum Beispiel, was war Preußen in der Wirklichkeit? Preußen war die SPD-Führung unter Braun, nicht? Preußen war die Industrialisierung, Preußen war auch das Rheinland und so weiter. Und Preußen war ein Konfliktgebilde, also die verschiedenen Teile Preußens waren ständig miteinander in Reibung und so weiter. Das haben die Nationalsozialisten nicht wahrgenommen, sondern nur diese steingewordene archetypische Erinnerung an eine preußische Vergangenheit, die sozusagen als Fixpunkt für die Orientierung der Gegenwart gelten sollte. Und da sind wir wieder beim Archetypen oder bei dem Mythos und nicht bei der Dynamik der Geschichte. Wenn man das auf heute anwenden würde, würde man in Deutschland eigentlich gar keinen richtigen Sehnsuchtsort finden, ne? Wenn man einen archetypischen deutschen Ort, also Deutschland als Land, als eine Zeit, würde man gar keine Zeit finden, wo die ein Sehnsuchtsfluchtpunkt sein könnte. Das ist interessant. Ich meinen Sie, das Verhältnis zu der Vergangenheit zu gebrochen ist? Oder? Ja, genau. Weil es gibt eigentlich keine Vergangenheit, auf die man sich gerne beziehen könnte. Ja, zum Teil das und zum Teil vielleicht auch. Also mir fällt sehr auf, und ich weiß nicht, wie Sie das finden, vielleicht ist es für Sie vielleicht normal, aber wenn man sich die Karte von Deutschland, die Landkarte sich anschaut über die letzten paar Jahrhunderte, nicht? Also sagen wir bis ins 17. Jahrhundert zurück, und das dann abspult auf einen Projektor, nicht? Dann ist es, man hätte die Deutschen so für bodenständige, so dauerhafte Menschen. Aber das deutsche Staatswesen ist in einem ständigen Wandel begriffen, nicht? Also vergleicht man das mit Großbritannien. Das sind natürlich Veränderungen, klar. Die Beziehung zwischen Schottland, Irland und England und Wales und so weiter, das ändert sich und es kommt zum Vereinigten Königreich und so. Aber dieses ständige Schrumpfen und Expandieren und Aufbrechen und dann neue Grenzen und so weiter, immer wieder in jedem Zeitalter ein Umstrukturieren größten Ausmaßes.
Und ich glaube, das hat, also dieses gebrochene Verhältnis zur Vergangenheit ist nicht, manchmal meint man, es ist so ein Wesensmerkmal der Nachkriegszeit, nach 1945, wegen der Katastrophen des Nationalsozialismus. Aber eigentlich ist das auch früher zu spüren. Und man denkt zum Beispiel an die Tatsache, da gibt es in der Literatur dazu, aber die Tatsache, dass zum Beispiel in vielen Teilen von Brandenburg und Preußen und anderen norddeutschen Orten gibt es Erdwerke oder wie sagt man das, Earthworks, ja, also Erdwerke, Schutzwälle, die eigentlich neolithischen Ursprungs sind. Sie stammen aus der Urgeschichte, aus der Vorgeschichte, aber man hatte sozusagen lokale Namen für sie, aber nach dem Dreißigjährigen Krieg werden sie Schwedenschanze genannt, weil es niemand mehr gibt, die sich an die alten Namen erinnert. Die sind alle tot. Und ich meine, der Faden der Erinnerung kann gerissen werden und ist in manchen Teilen Europas immer wieder gerissen worden. In der Nähe von Potsdam gibt es eine Römerschanze. Die Römer waren nie da. Ja. Aber das macht dieses fluide des deutschen Staatswesens aus und der deutschen Geschichte aus. Also sie hat tatsächlich keinen Ruhepunkt gefunden. Also der Ruhepunkt ist vielleicht, also wenn sich die Verhältnisse jetzt wieder beruhigen, dann war tatsächlich 1990 der Punkt erreicht, wo sich die Nation beruhigen konnte. Absolut, und hoffentlich jetzt immer noch, ja. Ja, aha. Während die Briten ja eigentlich immer in sich geruht haben. Bis heute, das heißt bis vor kurzem, jetzt nicht mehr. Jetzt erleben die Briten das, genau, was vielleicht für andere europäische Völker das die Norm war, erleben jetzt die Briten und empfinden das als sehr, sehr besonders und ungewöhnlich. Da wird vielleicht nochmal was ausgeschwitzt, nachdem man wahrgenommen hat, dass das Empire wirklich zusammengebrochen ist, wird es jetzt nochmal ausgeschwitzt. Ja, wenn es einmal den Menschen einleuchtet, dann kann es einen großen Schock geben. Ja, das sieht so aus. Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie. Ja. Sie schilderten bei der Person von Adolf Hitler, dass so sein prägendes Erlebnis war, dieser verlorene Erste Weltkrieg, das immer wieder beschriebene Fronterlebnis. Und dieser Mann entfesselte dann einen zweiten Krieg, einen viel schlimmeren Krieg als den ersten. Und Sie sagten dann, er begründe das, neben dem Kampf gegen Versailles, neben Antibolschewismus und Antisemitismus, ganz massiv, wenn man die beiden Bücher von ihm liest, das erste veröffentlichte und das zweite mit dem Griff des Lebensraums. Kann man doch fragen, wir haben auf der einen Seite die Position von Antisemitismus und kennen dann, dass sich in Berlin irgendwann am Wannsee Beamte treffen und beraten in typisch deutscher, beamtenmäßiger Form über das, was wir anfangs mal noch in der Geschichtswissenschaft Endlösung nannten, was wir heute Holocaust nennen. Er entfesselt aber diesen Krieg auch unter diesem großen Überschrift Lebensraum. Aber es hat diese Wannsee-Konferenz des Lebensraums ja nie gegeben. Wie erklären Sie sich dieses? Es hat die Wannsee-Konferenz für einen Lebensraum, Eroberung, Bestückung, also die Nutzbarmachung des Lebensraums. Ja, wenn ich ja, sage, ja. Ich entfessle einen Krieg und überfalle ein Land, das man eigentlich nicht erobern kann. Die Sinnhaftigkeit ergibt sich ja sowieso nicht. Ja, ja. Aber wenn ich es dann begründe, sage ich, naja, die Gewinnung von Lebensraum für Deutsche. Aber eine Konferenz zur Nutzbarmachung dieses Raumes, also ja, einer sinnhaften Durchdenkung, hat es ja nie gegeben. Das ist eine sehr interessante Frage und die ist mir nie eingefallen. Ich würde sagen, also überhaupt fehlt sehr auf an der Entscheidungsfindung bei diesem Regime, dass er an Endzustände als an Prozesse, die dazwischenliegenden Prozesse so gedacht wird. Das heißt, man geht von einer, Hitler spricht immer wieder von dieser, vor allem im zweiten Buch und in den Tischgesprächen und so, spricht er immer wieder von einem Endzustand, wo der Lebensraum schon geschafft wird schon, jetzt habe ich ein Problem mit dem Modalverb, eine Zeit, wo der Endzustand des Lebensraums schon wird errungen sein oder schon geschaffen, wird geschaffen worden sein. Oh, schrecklich.
Da denke ich an Mark Twain, über die, was er geschrieben hat über die deutschen Verben. Aber ja, nicht unbedingt sonderlich mit besonderer Sorgfalt über die Methoden, die Art, den Weg, den man sozusagen gehen muss, um dorthin zu kommen. Also es gibt überhaupt etwas Prophetisches, eine Präferenz für die Prophezeiung über die Prognose. Nicht Prognose, nicht, dass man historisch arbeitet und meint, wir werden das sozusagen in verschiedenen Phasen und Stadien, werden wir dies und das, und dann, wenn wir das erreicht haben, wird vielleicht dies oder das möglich sein, sondern dass man meint, nein, es wird alles über den Endzustand definiert. Und das ist eine Eigenartigkeit des Denkens in diesem Regime. Das hat nicht nur Hitler getan, sondern viele aus dieser Führungsgruppe haben auch so gedacht. Sie hatten ein Bild der fernen Vergangenheit, sie hatten auch ein Bild einer fernen Zukunft, aber über das, was dazwischen lag, waren sie eher so vage. Und Sie haben vollkommen recht, das fällt sehr auf, dass für den Lebensraum gibt es keine Planung dieser Art. Es gibt auf der mittleren Ebene gibt es verschiedene Konzepte, aber so richtig eine regimeigene Planungsprozess hat es nicht gegeben. Zum Teil wahrscheinlich auch, weil man so tief in diesem Krieg steckte, weil man hätte natürlich die Kräfte auf der Gegenseite vollkommen unterschätzt. Und als man in diese Situation landete, war das ein Luxus, an den Lebensraum zu denken. Der musste noch erkämpft werden sein. An den Universitäten ist ja durchaus an Lebensraumgewinnung geforscht worden. Ne? Absolut, von Geografen auch und Geopolitikern. Stimmt, auf den mittleren Ebenen sozusagen, wo es nicht unbedingt Regimepolitik. Aber es ist daraus kein operativer politischer Plan entstanden. Genau, keine operative Plattform. Ja. Okay, also wenn ich das richtig überblicke, dann darf ich Ihnen herzlichen Dank sagen für alles das, was Sie erzählt haben. Geistreich wie immer. Und wir warten natürlich darauf, dass Sie ein neues Buch schreiben. Und ich danke Ihnen sehr. Und danke, dass Sie gekommen sind. Das war toll, danke. Das ist immer toll mit Ihnen.